30 Folgen. 24 Angler. Vier Gruppen. Was für ein Fight. Drei Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 16. Folge des YouTube Predator Cup 2021 und damit zur letzten und entscheidenden Folge der Gruppe D. Patrick Marable von Loose Fishing hat an Tag 2 erst ein paar Würfe gemacht, trotzdem liegt er klar vorne. Er steht bei 475,1 Punkten und probiert jetzt noch sich die 20 Topwater-Punkte zu holen. Auf Platz 2 folgt Christian Wienicke von Savage Gear, der ebenfalls eine Full Card vorweisen kann und am Vormittag fast all seine Wertungsfische durch bessere Exemplare ersetzen konnte. Er ist aktuell noch auf der Suche nach einem besseren Zander. Hier hat er definitiv Optimierungspotenzial. Landry Roseanne vom Fish Explorer Team liegt mit 5 Wertungsfischen und 20 Topwater-Punkten auf Platz 3. Seine Mission ist klar. Er braucht ganz dringend einen Barsch für die nächste Runde. Luis Mendez, Gründer von Monkey Lures, hat seinen Barsch endlich fangen können. Er geht nun auf den in seiner Wertung noch fehlenden Hecht. Markus von Eu liegt momentan auf dem 5. Rang. Doch obwohl er erst 4 Fische hat, stehen seine Chancen alles andere als schlecht. Ein 80-Punkte-Schnitt ist wahnsinnig stark, er braucht aber unbedingt einen Barsch und noch einen 6. Fisch für das Erreichen der Zwischenrunde. Titelverteidiger Enrico de Ventura liegt aktuell tatsächlich auf dem 6. Platz. Gegen ihn spricht seine bisher schwache Ausbeute beim Zanderangeln und der Eindruck, dass ihm heute nicht allzu viel gelingen mag. Für ihn sprechen wiederum 2 gute Barsche in der Wertung und die Tatsache, dass er scheinbar einen ziemlich guten Hecht im Drill hat. Er hängt im Kraut. Er hängt im Kraut. Komm. Da ist er. Nicht springen. Nicht springen. Was für ein Fight. War denn Fight, ha? Huh? Oh. Oh. Wir müssen schnell machen. Wir müssen schnell machen. Wir müssen schnell machen. Wir müssen schnell machen. Der Fisch muss zurück. Hast du dich gemordet? Der vorhin war genauso groß. Vielleicht war er das sogar.
1,9. Alter, was für ein Ochse auch. Eine enorme Erleichterung macht sich hier breit. Auch wenn ich fokussiert bleiben muss, weil ich noch zwingend einen Fisch brauche für die volle Karte. Aber der Fisch war natürlich extrem wichtig. Und dass es dann auch noch so ein großer Fisch war, ist dann natürlich am Ende auch ein bisschen Glück. Wobei ich hier schon in der Annahme gestartet bin, dass die Fische nicht unbedingt klein, also nicht unbedingt 60 oder nur 70 sind, sondern wir hatten hier im Training auch 85, 80. Also wirklich durchaus tolle Fische. Und jetzt habe ich die 400-Punkte-Marke überschritten, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich brauche zwingend einen Fisch, aber der muss dann auch nicht mehr so groß sein, um wirklich in eine ja doch respektable Punktewertung zu kommen. Ne? Also alles, was 450 Punkte übersteigt, ist extrem gut, denke ich. Und ein bisschen Glück kann man ja immer gebrauchen, da habe ich nichts dagegen. Aber der Fisch war definitiv ganz, 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 ganz wichtig. Auch für die Moral und auch fürs Dranbleiben. Nach zwei Aussteigern und einer Menge Frust holt sich Enrico den größten Hecht des gesamten Turniers und kratzt sogar fast an Herbert Ziereis Hechtrekord. Mit 109 Punkten liegt er nun bei 404 Zählern, klettert von Platz 6 auf 4 und verbessert seine Ausgangsposition mit diesem Fisch erheblich. Bemerkenswert. Mit Frederic Julians 99er auf einen Köfi Perch Shad, Landrys Meter 1 Hecht auf einen Köfi Bleak Shad und jetzt diesem 109er auf den Köfi Multi Wipe wurden die drei größten Hechte alle auf LMAB-Köder gefangen. Der Tabellenführer hat sich dabei nicht den kamerafreundlichsten Spot ausgesucht. Liebe Fans des YPC, falls ich nie wieder auftauche, dann liegt es daran, dass der Julian sich meiner entledigt hat, weil er total frustriert ist, jetzt hier in der Schwüle durchs Dickicht zu kraxeln und zu schwitzen. Wie soll. Ja, er ist gerade nicht überglücklich. Ein bisschen kann ich es verstehen, aber nicht ganz. Scoop, das tat weh. Gehen wir jetzt so rum oder oben rum? Ich gehe oben. Pas réussi à attraper de perche. Je suis donc parti à la recherche de nouveaux spots ici sur un endroit que je n'ai jamais pêché. Bon, il a l'air vachement propice, hein. Il y a de la structure au fond, il y a des pilastres, donc ça a l'air d'être un bel endroit de pêche. En plus, on peut voir ici sur le sol que il y a des pêcheurs qui viennent, donc ça doit être un bon endroit de pêche. On va aller jusqu'à ce pont. J'espère que je vais capturer une perche, j'en ai vraiment besoin là. Et après ça, on va partir pêcher le cendre parce que j'ai envie d'améliorer encore mon score de cendre. Weiter geht's, wir machen einen Spotwechsel. Nach dem Zander hatte ich noch zwei Bisse. Eins davon war sicher ein Barsch und seither ist ruhig. Kann sein, dass wir hier nochmal zurückkehren, aber lassen den Spot erstmal in Ruhe. Jetzt probieren wir noch zwei, drei andere Sachen. Also ich werde jetzt hier auch noch ungefähr 30 Minuten weiter probieren. Wenn da nichts geht, werden wir vielleicht einmal noch mal auf eine Stelle mit Hechten fahren und vielleicht habe ich da die Chance, zumindest meinen Hecht noch mal zu verbessern und danach noch mal auf Zander auf eine andere Stelle und da dann bis zum Schluss bleiben. So, aber noch habe ich hier nie aufgegeben. Ich probiere es weiter. So, jetzt sind wir endlich an meinem Polder angekommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es hier gleich richtig scheppern wird. Ich habe jetzt zwei Routen nur mit.
Eine Route für Shutterbait, das ist die Solution Statement, 2,65 Meter. Den Shutterbait von LMAB benutze ich, der war sehr gut im Training. Natürlich mit einem Fat Louis 14er als Trailer. Das ist wirklich eine sehr geile Kombi. Beides arbeitet sehr harmonisch. Das ist jetzt auf Hecht ausgelegt. Dann haben wir hier, das ist noch ein Prototyp, das ist die Solution Statement. 2,30 Meter als Baitcaster, sehr, sehr leicht. Hat ein Wurfgewicht aber von 25 bis 80 Gramm. Das heißt, ich kann damit alle gängigen Hechtköder vernünftig werfen. Die eignet sich perfekt zum Leiern von Gummifischen oder zum Jerken. Da ist sie auch perfekt. Durch ihre Kürze kann ich schön arbeiten. Ich mache den Anfang jetzt mit einem kleinen Jerk, das ist der McMai. War sehr erfolgreich im Training. Mehr sage ich dazu nicht. Ich hoffe, ich kann das jetzt auch alles wiederholen. Gut, machen wir mal die ersten Würfe. Ich werde jetzt auch den Spot wechseln. Die Fische haben fast schlagartig mit dem Beißen aufgehört. Deswegen werde ich jetzt meinen Plan verfolgen. Einmal zu meiner Hechtstelle ein paar Würfe machen. Gucken, ob da einer kommt. Letztendlich habe ich jetzt an der Stelle ein weinendes und ein lachendes Auge. Ein weinendes Auge natürlich, weil mir der Zander, den ich gebraucht habe, so ein Stück vom Kescher ausgestiegen ist. Das war mega bitter für mich. Ich hoffe nicht, dass dieser Fisch mich am Ende am Weiterkommen hindert. Lachendes Auge natürlich, weil ich schöne Fische gefangen habe, die Karte voll habe und somit der weite Marsch hierher und der Plan sozusagen aufgegangen ist. Ich habe gerade einmal mein Vorfach nochmal getestet, weil ich habe im Training Karpfen quer gehakt. War eigentlich alles fein. Ich habe es auch gestern nochmal getestet. Ja, und jetzt gerade ist das Titan ohne Ankündigung einfach gebrochen. Jetzt muss ich mir ein neues Titanvorfach binden. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mir viele Stahlvorfächer gemacht im Vorfeld. Halt zum Jiggen. Ist schnell gemacht. Ich mache mir schnell ein Titanvorfach. Alles auf Big Fish ausgelegt. Hier schwimmen große Fische rum. Und ja, da muss natürlich alles halten. Deswegen alles lieber noch mal ein zweites Mal kontrollieren. Und dann geht's gleich weiter, Freunde. Dicker Barsch. Dicker Barsch. Ah, danke. Alter. Scheiße. Ist das geil. Also klappt's doch noch. Oh, ey. Ich glaube, der könnte die 40 plus haben. Der hat den ziemlich gut weggesnackt. Ich hole sicherheitshalber schon mal die Zange raus. Okay. Das ist ein guter. Und wir haben einen 42er. Mega geiler Fisch. 42er auf Topwater. Patrick scheint in dieser Gruppenphase wirklich alles zu gelingen. Nun hat er auch noch einen 40er Barsch, dazu fängt er ihn auf einen Oberflächenköder. Als erster Angler der YPC-Geschichte durchbricht er die 500-Punkte-Schallmauer und obwohl alle anderen Angler auch wirklich gut fangen, scheint der Mann aus dem Loose-Team in seiner eigenen Liga zu fischen. Wow. Also Leute, ich hatte gestern 475 Punkte. Ich habe einen Topwaterfisch, 20 Punkte, 495. Ich habe den 37er mit einem 42er ersetzt. Das bedeutet 10, 15 Meter Unterschied, 10 Punkte mehr, also 30 Punkte mehr. Ich habe die 500 geknackt, ey. 505. Alter, das ist krank.
sind nach einem kleinen Fußmarsch am nächsten Spot. Der Schweiß tropft, es ist unerträglich. Ich hoffe jetzt hier einen Barsch zu erwischen, aber es ist einfach dermaßen heiß und unangenehm. Hoffentlich haben die Barsche Bock. Aber ich hoffe hier einfach noch zweimaßige Fische und einer davon Barsch zu erwischen. Die sind hier definitiv in der Gegend, nur die Frage ist, ob sie jetzt bei der Hitze fressen. Ich denke, am Abend wäre hier richtig Feuerwerk. Ich wollte eigentlich heute auch später starten, habe dann nochmal geschaut von den Temperaturen und habe gedacht, nee, die ersten paar Stunden mit nur 24, 25 Grad möchte ich mitnehmen. That's a nice one. For this. Elle est là. La fameuse perche tant recherchée. 38 cm. Ça me convient totalement. Je voulais. À partir d'une perche de 30, je prenais même une perche de 20, 25, je prenais parce que j'en pouvais plus de pêcher la perche. Enfin, elle est là. Maintenant, on va aller pêcher le cendre pour améliorer mon score de cendre. Mais là, j'ai ma full carte et je suis trop content, les gars. Nach 8 Stunden Barschangeln die Erlösung. Full card für Landry und mit diesem 38er hat nun auch eine wahnsinnig gute Punkteausbeute vorzuweisen. 491,3 Zähler und damit trotzdem nur Platz 2. Was für eine verrückte Gruppe. Okay, let's go. Bye bye. Juhu, Alléluia! La perche tant attendue. My plan now, mon plan maintenant c'est d'aller pêcher le cendre pour améliorer mon score. J'ai ma full card, c'est déjà très bien. Et maintenant je vais aller améliorer mes deux cendres. Et peut-être un, voire deux brochets. Ok, je vais maintenant changer la perche. Je l'ai capturée. Je vais mettre la truite. Non, je déconne évidemment. Je vais mettre ça. C'est ça que je vais traquer maintenant. Je vais essayer de capturer des gros cendres. Let's go. So Leute, ich glaube, mit den 500 Punkten dürfte ich mega safe weiter sein. Wäre schon eine krasse Überraschung, wenn es nicht hinhaut. Also nutze ich die Zeit, um auch mal ein bisschen noch mehr auf die Sachen einzugehen, die ich fische. Fangen wir mal den Köder an. Das ist der Salmo Rover, glaube ich, heißt der. Ich weiß nicht ganz genau, weil der nicht mehr auf erhältlich ist. Leider Gottes. Ich werde meine lieben Chefs in England beknien, dass sie diesen geilen Köder wieder auf den Markt bringen. Ich hoffe, dass das hier ein kleines Druckmittel sein wird. Davor habe ich ein dünnes Stahlvorfach. Das ist ich glaube 5 Kilo Surfit 49 Strand müsste das sein. Dann Fluorocarbon, normal, wie man es kennt. Eine geflochtene. Die Rolle ist die Loose Pro Tie SLP. Mega geile Rolle. Kostet schon ein bisschen mehr, ist das die Top-Rolle aus dem Loose-Segment hier im deutschen Markt und zu Recht, also die ist wirklich geil. Fischt auch relativ leichte Köder sehr gut, kann auch noch ein bisschen höhere Gewichte ab. Ist aber eine Rolle, wenn ihr bereit seid, ein paar Euro mehr zu bezahlen, mega geil, um entspannt zu fischen und so komisch es sich anhört, gerade auch für Einsteiger, wenn sie bereit sind, so viel Geld zu bezahlen, weil je höherwertig die Rolle ist, je besser die läuft, umso schneller hat man den Dreh raus und umso früher hat man Erfolgserlebnisse. Jetzt gehe ich noch mal kurz auf die Route ein. Das ist die Terminator Versatile Light. Ist 2,10 Meter lang, 7 bis 28 Gramm Wurfgewicht. Ihr seht, ist schon relativ weich, aber immer noch recht straff. Ich finde sie geil fürs Twitchbaiten, Topwater, hin wieder auch mal zum Jiggen, fürs leichte Vertikalen. Also es ist eine sehr flexible Route. Typisch Baitcaster, kurzer Griff, daher auch vom Boot, Kajak, Bellyboot sehr gut zu fischen. Und wenn man es zusammenfasst,
Das Set von gestern kennt ihr mit meiner heißgeliebten Drop'n'Jig Street Fighter. Diese zwei Kombos haben mir die verdammten 500 Punkte gebracht. So war das letzte Mal auch, da hinten. Und dann so, oh, da steht er, angeworfen, bam, sofort drauf gerammelt. Aber krass, so aus dem Nichts war auf einmal da, ne? Da ist er mal. Leute, ich sag's euch, der kam irgendwo hier mitten aus dem Kraut auf einem halben Meter Wassertiefe. Wahnsinn! Aber Karte voll. Karte voll! Ja, 68. Noch ein Multi-Vibe-Hecht für Enrico. Er überholt Christian und liegt nun wieder auf Platz 3. Auch wenn sich sein Punktestand wirklich sehen lassen kann, in dieser Gruppe sollte man sich auf keinem Ergebnis ausruhen. Für mich ist jetzt tatsächlich ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil ich die Karte voll habe. Es ist unglaublich gut. Zwei Hechte mit einem auch sehr guten Schnitt, dadurch, dass ich den 1,9 Meter gefangen habe oder fangen konnte. Deswegen ist der einzige relativ schwache Fisch in der Karte noch der Zander. Und das versuche ich jetzt abzugraden. Also ich höre jetzt hier auf. Ich will es auch nicht überangeln. Vielleicht sollte das Schicksal es so wollen und ich würde weiterkommen, brauche ich ja auch die Spots nochmal. Und da ist jeder ungefangene Fisch vielleicht besser als jeder gefangene Fisch. Von daher würde ich jetzt einmal den Plan ändern und nicht mehr auf Hecht angeln, sondern zurückfahren an die Zanderstellen, die im Training gut waren, und da jetzt versuchen, meinen Zander zu fangen. Wir haben auch heute wieder extreme Hitze. Das schlaucht ganz schön hier, die Rumrennerei, das Werfen, die Anspannung. Aber es ist halt auch tierisch geil. Und ich bin sehr erleichtert, dass ich jetzt diese Fische voll habe, die Karte voll habe. Und alles andere, was jetzt kommt, ist entweder Bonus, Glück, Pech oder Schicksal. Mal sehen. Während Enrico das Hechtangeln einstellt, hat Christian genau das jetzt vor. Er braucht definitiv weitere Punkte, denn mittlerweile ist er von Platz 2 auf 4 zurückgefallen. Wir sind jetzt hier an so eine Stadtpolder gefahren. Wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl, dass die Zander aktuell, zumindest in meinem Gebiet, nicht so gut beißen wollen. Und je später es wird, weil es immer wärmer wird, umso schlechter werden die Hechte, glaube ich, beißen. Und ich muss halt auch irgendwie noch einen größeren Hecht einmal fangen. Nur eine Stunde, nicht lange, und danach all in auf Zander. Schauen wir mal, was geht. Es ist jetzt zwar ziemlich krautig und ein Spinnerbait wäre gar nicht verkehrt, aber ich glaube, die Hechte hier, die kennen die Spinnerbaits von vorne bis hinten. Wollte ich was anderes präsentieren und da hat sich im Training halt gezeigt, dass der Aal, der Real Eel, hier sehr gut performt. Und dann hoffe ich, dass er das heute auch wieder schafft. Oh, da war eine Welle. Ah, oh, da war. F**k. Ganz trocken. Puh. Meistens hilft es, dann schnell den Kühleimer wechseln. Also, jetzt gilt es. Hoffentlich nimmt dann jetzt der Wolli. Schön überworfen. Direkt drauf. Mist. Da ist er. Nein! Ich hatte direkt drauf, habe an der Oberfläche lang gezogen und dann ist er von hinten drauf. Ich habe den Biss richtig gesehen. Das gibt's doch gar nicht. War aber kein großer Fisch. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist er zum dritten Mal drauf und hängt wieder nicht. Okay, noch ein Köderwechsel. Der scheint ja gar nicht zu sein.
Aber wenn ihr auf Topwater Bock hat, dann will ich jetzt einmal Topwater ausprobieren. Also die Chance lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Aber das wären jetzt richtig goldene Punkte. Selbst wenn das nur ein kleiner ist, aber wenn der jetzt auf Topwater beißen würde. Komm schon, bitte. Sei so nett. Da ist er, da ist er. Er ist dahinter. Nein! Nein, das gibt's doch nicht! Ich kann gerade nichts sagen. Ich kann gerade nichts sagen. Da kam die Welle und dann hat er. Ich muss nochmal werfen. Tut mir leid, Leute, ich kann jetzt nicht quatschen. Ich krieg mein Herz, Kasper. Der hat den Braten jetzt gerochen. Ich werde diesen Fisch jetzt in Ruhe lassen. Der soll ich ein bisschen beruhigen. Ich muss mich auch beruhigen. Das war gerade ein bisschen viel für meine Nerven. Ich werde es halt später nochmal probieren, den mit Topwater zu fangen, weil das wären extrem wichtige, wertvolle Punkte für mich. Und ich könnte jetzt noch einen anderen Köder drauf machen, wo er vielleicht eher drauf geht. Aber dann wären das in Anführungsstrichen verschwendete Punkte. Boah. Weiter geht's. Die ersten Würfe sind hier gemacht jetzt mit Jerk. Leider keine Attacke, kein Nachläufer, deswegen probiere ich jetzt mal einen anderen Köder. Das ist der Fat Louis in 18 cm in der Farbe Toxic Zebra. Ist ein Motoröl mit einem grünen UV im Hechtmuster quasi. Hat dann auch noch ein bisschen Rot an der Kehle und oben am Rücken einen weißen Punkt. Dadurch kann ich besser den Köder verfolgen, wenn ich den flach fische. Ja, das, dann habe ich immer meinen Köder im Blick. Das ist dann quasi, der weiße Punkt ist nur für mich quasi, dass ich genau weiß, wo mein Köder ist. Let's give it a try. Ah, shit. Ah, nicht hängen geblieben. Da wäre die Full Card gewesen. So. Polder Nummer 1, leider nur ein Fehlbiss. Und ja, jetzt fahren wir zum nächsten Polder, fahren circa 15 Minuten und mal gucken, ob es da dann endlich passiert. Full Guard. Sehr gut, sehr, sehr schön. Und so schnell kann es gehen. Here we go! Super geil. Ja, dann haben wir schon zwei. Ja, Mann, fehlt nur noch der Bass. Und da ist das Triple! Wie geil ist Alter. Das? Yes! Nice! Hey, Mission complete, da? Mission complete! Do you want to win a fishing trip fully paid for yourself and a friend and fish in Sweden with Klaas Zwartsonker Klaassen? Pay attention. At Abergasia we're running this really cool campaign where you can design and paint up your own Zwartsonker Mac Hybrid. Send in a picture and make a chance to win this really cool fishing trip. How to enter? Head over to the Hechtum Bars webshop, buy a few of those blank body Mac Hybrids, paint them up however you want, get creative, and then head over to the Abergasia Europe social media channels to exactly see how to enter, where to upload your credentials and that kind of stuff. So get yourself a few blank body Mac Hybrids, get creative, enter the competition, and maybe you we'll fish together with Klaas Zwartsonker Klaassen next year in Sweden for pike.
Den größten Unterschied machen häufig die kleinsten Dinge. Deshalb war es mir sehr wichtig, bei LMRB eine große, umfangreiche und qualitativ hochwertige Terminal Tackle Range zu kreieren. Tungstengewichte aller Art, Kleinteile wie Snaps, Wirbel oder Sprengringe und Finesse-Zubehör sind ab sofort für dich im Handel erhältlich. Ici, dans le fond, il y a énormément de pierres. Probablement pour ça que les sentes s'y tiennent. C'est extrêmement difficile de pêcher, surtout qu'on est en plus très haut. Donc il faut utiliser des techniques spéciales. Le filet finesse est justement un bon leurre pour pêcher ici, parce qu'il plane bien sur la descente et donc je peux lui mettre une tête plombée assez lourde pour qu'il descende bien. Et c'est sur la descente du leurre que je vais prendre des touches. Il y a de temps en temps des passages de bateaux et c'est pendant les zones des passages de bateaux que les sondes se mettent en activité. Donc là, pour le moment, il n'y en a pas. Ça ne va pas être le meilleur moment, mais je vais quand même pêcher. Et quand il y a des bateaux qui passent, j'ai tout intérêt à ne pas être accroché dans le fond et à être en action de pêche. Dem Spot ging jetzt nichts, kann es aber auch nicht genau erklären, weil eigentlich müssen die Fische hier sein. Ich wüsste nicht, wo die jetzt sonst hin würden. Aber wir probieren nochmal eine Stelle zu finden, wo die Barsche aktiv sind. So, das Gewässer ist gewechselt. Wir sind ungefähr eine Stunde gefahren. Es ist heute richtig viel Wind drauf, also ganz andere Voraussetzungen als noch im Training. Ich habe mich dazu entschieden, hier erstmal die Innenkurven mit einem Crankbait und vielleicht später auch mit einem Twitchbait auszuangeln, weil ich extrem viele Zander auch eben auf Hardbaits fangen konnte und sich dann langsam den Buhnenkopf nach vorne zu tasten, um dann halt am Ende letztendlich mit Gummis an der Strömungskante natürlich auch zu jiggen. Ja, Fisch! Da habe ich einen. Jetzt nur nicht abgehen. Kollege, nur nicht abgehen. Nur nicht abgehen. Nur nicht abgehen. Oh yes. Here we go. Here we go. Come on. Come on, baby. Nicht abgehen. Fühlt sich klein an. Oh, shit. Komm her, Kleiner. Ich brauche dich. Ich brauche dich aber. Oh, Spritze, aber ich brauche dich. Ich brauche dich. We got him. We got him. Okay. So, es ist sehr, sehr heiß. Deswegen lass den kleinen Mann kurz im Köcher. Ich habe meinen Fuß drauf. Mach die Scale nass, weil wir müssen uns jetzt echt beeilen. Kleine Boy ist mad. Oh. So, sorry Leute, die Scale muss natürlich gerade sein, so gut es geht hier auf dem ganzen Gras. 69 cm, super kleiner. Ah, der ist im Saft. Wir waren schnell. Ja, gut. Full Card. Gut. Ich brauche noch einen großen, ey. Hier schwimmen richtig große Fische. Weitermachen. Ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Alles gut. Full Card für Luis. 415 Punkte bedeuten aktuell Platz 5. Mit Markus bleibt nur ein Angler, der seine 6 Fische noch nicht beisammen hat und gerade relativ frustriert im Auto sitzt. Von mir gibt es das nächste Update aus dem Auto. Ich bin relativ frustriert. Wir sind jetzt über eine halbe Stunde zum nächsten Spot gefahren
Und da blitzt jetzt neues weißes Schild, verboten Tefissen, wurden auch direkt, ich habe es nicht mal gesehen, mein Kameramann auch nicht, wurden auch vor dem ersten Wurf darauf aufmerksam gemacht, sei Privatgrund etc. haben wir natürlich respektiert, ist für mich im Turnier nicht sehr gut. Ich bin jetzt eben am Ende wieder eine halbe Stunde im Auto zum nächsten Spot. Ich werde jetzt zurück zu der Stelle, wo vorher der Zander kam, weil da hatte ich im Training auch regelmäßig Barsch. Aber ja, jetzt ist es so, der Fischpass ist an der Stelle tiefblau, aber wenn man vom Ufer keinen Zugang hat, hilft halt alles nichts. So, wir sind jetzt wieder an den Spot zurückgekehrt, wo die Topwater-Attacke war. Ich bin jetzt nochmal schnell zum Auto, habe noch eine andere Box geholt. Und hier habe ich halt auch noch ein paar Froschimitate, weil ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Und ich mache hier noch einen extra Haken drauf. So, das Coole ist halt mit diesem extra Haken, wie ihr seht, den kann man so ein bisschen nach unten verbiegen. Das ist jetzt auch der letzte Spot oder letzter Versuch hier an dem Polder. Die Zeit läuft gegen mich runter. Ich will noch ein bisschen Zeit für Zander haben. Ich habe ja aber vorhin schon mal erwähnt gehabt, man hat zwei Führungsvarianten für Popper. Einmal über die Route. Und einmal nur über die Rolle. Das wäre halt über die Route. Und über die Rolle zeige ich euch jetzt so. Die Rolle wäre so. Und damit ihr auch mal den Unterschied seht, wie das ausschaut, wenn der im Wasser ist. Und jetzt über die Route. Ihr seht, Big Splash. Richtig Radau. Und jetzt über die Rolle. Viel dezenter. Selbstverständlich könnt ihr auch mit der Route so dezent machen, dass es auch nur ganz leicht Splash macht. Aber jedes Mal, wenn ihr mit der Route den Ködern einen Schlag gibt, habt ihr in kurzen Momenten Slackline. Wenn ihr ein Stahlvorfach verwendet, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass das Stahlvorfach sinkt und sich mit dem Topwater-Köder verheddert mit den Haken. Stahlvorfach. Ich habe hier auch einen Hecht auf Topwater gefangen. Könnt ihr nicht ausschließen und es ist immer erbärmlich, wenn ein Hecht den Köder abbeißt. Und ja, Drillinge muss ja nicht unbedingt dann irgendwo im Rachen haben. Immer wenn ich einen Köder dezent führen möchte, mache ich das über die Rolle. Wenn ich ihn wirklich aggressiv führen will, wenn ich wirklich Radau haben will, die Fische wirklich ärgern will, dann über die Route. Vielleicht hilft es euch weiter. Und weiter geht's zum nächsten Spot. Mal schauen, ob da noch was geht. Wäre ja schön, noch einen Fisch präsentieren zu können. Zurück am neuen alten Spot. Im Vergleich zum Vormittag ist jetzt noch mehr Sonne da. Es tropft einem der Schweiß schon im Stehen runter. Aber ich hoffe immer noch auf den Barsch. Es kann passieren, dass ich die Buhnen links und rechts davon noch fisch. Weil mein Plan jetzt halt wirklich nicht so aufgeht wie gedacht. Das war eigentlich recht zuverlässig, hier Barsche zu fangen. Aber heute habt ihr gesehen, gab es nur diesen einen Zander. Zwar schöne Größe, das war eben einer der Hauptgründe, warum ich mich für die Spots entschieden habe, weil eben hier der Durchschnitt der Größen sehr gut war, bei Barsch und bei Zander. Im Moment zweifle ich gerade etwas an meiner Entscheidung. Ich brauche dringend noch zwei Fische. Vor allem den Barsch. Es war ein Versuch wert, aber mir läuft die Zeit halt ein bisschen weg. Ich werde jetzt noch mal auf einen anderen Spot fahren, versuchen da den Zander noch mal zu vergrößern. Ein Hecht ist da auch möglich und ein Barsch auch. Also schauen wir mal, letzter Spot, letzte Chance. Drückt mir die Daumen, Leute. Vielen Dank. J'ai déjà fait trois touches, mais ils sont pas preneurs là. Je viens de passer au shad pour créer plus de vibrations, avec une taille de 12 cm, donc là je vise vraiment le cendre.
les plus gros cendres. Donc, espérons qu'ils prennent mieux. It's on. Oh yeah. Oh yeah. First under. Je pense que c'est une amélioration. I think it's an upgrade. Ah, maybe not. Like that. Oh no, it's the same. Ah no, it's no, it's the same. Okay, it's not an upgrade. Ah, il fait plaisir. Il redonne le moral, mais c'est pas une amélioration, il va falloir que je prenne plus gros. J'ai changé de tête plombée, j'ai changé de leurre, je suis passé sur un modèle 9 cm, il est plus petit, j'ai raté 3 touches avant, cette fois-ci première touche il est engammé, c'est peut-être des petits cendres, on va continuer, en tout cas cette taille-là a l'air de bien fonctionner. Seit Stunden kein Fisch. Was für eine Scheißangelei. Irgendwas muss noch gehen. Hey, worst case würde ich echt nochmal andere Gewässer anfahren, andere Ecke von diesem Gewässer, was weiß ich, aber irgendwas geht noch, kann ja nicht sein. Nicht, dass die Jungs jetzt 10 Meter Hechte fangen. Mein Plan, an der Fähre nochmal einen Barsch abzugreifen, hat nicht funktioniert. Ich habe nur noch begrenzt Zeit. Ich schätze jetzt, meine einzige Chance, noch an den Barsch zu kommen, ist, wenn ich Powerfishing die Buhnen abnagel, teils mit Gummi, aber halt eben auch mit Crankbait, Strecke machen und gucken, wo die Barsche halt rumstehen und ob da einer empfänglich ist für meinen Köder. An der Fähre ist ganz klar ein Fressplatz. Aber anscheinend sind die Barsche aktuell nicht am Fressen, es ist wirklich gar nichts mehr passiert. Ich muss jetzt echt noch die letzten 1,5 Stunden Vollgas geben, um irgendwie noch einen Barsch und bestenfalls einen zweiten zu fangen. Oder einen Zander, das wäre dann egal. Aber mit 4 Fischen bin ich mir sicher, wird es nicht reichen, das ist einfach zu wenig. Während Markus nun Strecke machen möchte, um die Barsche zu finden, fischt Christian wieder auf Zander und ist mit seiner angefahrenen Stelle nicht zufrieden. Ich habe hier so einen harten Seitenwind. Ich habe nur Schnurbogen die ganze Zeit und kann kaum ordentlichen Kontakt zum Köder halten. Ich muss leider noch einmal die Stelle wechseln, fürchte ich. Das nervt mich jetzt unfassbar. Aber ich muss das Risiko eingehen. Lieber noch mal die letzten Minuten auf einem richtig guten Spot, wo ich ordentlich fischen kann, als die ganze Zeit hier vergebens, ohne eine Chance auf Fisch. Deswegen 5 Würfe, dann muss ich leider noch mal die Stelle wechseln. Not a biggie. Yeah. J'avais plus de touches, j'ai changé de couleur. Et c'est ça la pêche au centre, faut toujours changer, si je peux vous donner un bon conseil. Changez toujours de couleur, changez toujours de plombée, adaptez-vous à la situation. Faut pêcher, pêcher, changer, pêcher, changer, pêcher. Der nächste gute Zander für Landry, doch wieder keine Verbesserung. Markus rennt von Buhne zu Buhne, langsam läuft ihm die Zeit davon. Nein!
über die Muschel drüber, hab's gemerkt. Das war ein Barsch, eindeutig. Schütteln, Kopfstöße. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Endlich beißt der ersehnte Barsch und dann reißt die Schnur an der Muschelkante. Der einzige Trost, da es sich um die Hauptschnur handelt, gibt es keine Minuspunkte. Und wo ein Barsch steht, findet man häufig einen zweiten. Das gibt's nicht, ey. Ah, so ein Pech, das gibt's echt nicht. Da bist du Stunden ohne Kontakt, kriegst den Biss und dann in die Muschel rein. Aber die stehen halt so press an den Steinen. Barsch, guter Barsch. Ja! Never give up. Da ist's da. Ich krieg noch einen. Hoffentlich. Der Fisch ist gemessen, 39 cm. Der hat mich so viel Nerven gekostet. Drückt mir die Daumen, dass ich noch einen krieg, auch wenn es ein kleiner ist. Du bist ein richtiger Kämpfer. Da geht er. Yes. Noch einen Fisch. Ich habe noch etwas mehr als eine Stunde Zeit. Wenn ich jetzt hier noch einen rauskriege aus dem gleichen Loch, das wäre natürlich sehr, sehr geil. Nach dem Ärger folgt die Erlösung. 78 Punkte auf Schweizer Konto und da sind sie ja bekanntlich besonders sicher. Nein, im Ernst. Markus ist ganz nah dran an Platz 3. Ein 37er Barsch würde ihm reichen, um Enrico wieder aus den Qualifikationsplätzen zu verdrängen. Nicht in die Strömung. Nicht abfallen. Ja! Yes! Geil! Der Barschbaron von Hybrida hat jetzt nochmal die zwei schönen Barsche gebracht. Ich bin so erleichtert im Moment. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das war ein Kampf heute. Geil! So geil! 37 rum, schätze ich. Das gibt's doch nicht! Den ganzen Tag sucht Markus nach Barschen. Nun fängt er zwei innerhalb weniger Minuten. Und der Barsch hat genau das Maß, das er braucht. 74 Punkte sind exakt notwendig, um Enrico zu überholen. Der Titelverteidiger ist plötzlich wieder raus aus dem Rennen. Es ist unglaublich spannend. Windiger 36,5 gibt 37 mal 2 ordentlich Punkte. Der darf wieder zurück. Es windet. Da schwimmt ein wunderschönes Tier. Sehen immer noch. Ach, geil. Never give up. Das hat Mike Alcanelli schon oft genug gesagt. Beim Angeln ist es echt so. Ich habe vernommen, gestern hat Lohr 3,01 Meter auf den letzten Wurf bekommen. Und muss sich das mal vorstellen. Auf den letzten Wurf, 1,01 Meter. Wahnsinn. Also ich fische jetzt noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, ich kriege noch einen Barsch. Ich wechsle jetzt auch nichts mehr, fahre nicht rum. Ich fische den Spot aus. Vielleicht kommt noch einer, der 1,2 Zentimeter größer ist. Und sonst passt es auch. Beim Angeln könnte man schizophren oder bipolar werden an solchen Tagen. Hey, das ist Wahnsinn. Weiter geht die Suche nach ergiebigen Poldern. Der hat mich ganz schön im Stich hier gelassen. Ein bisschen mehr von erhofft, aber ich habe nicht so viel Stress mehr. Ich habe die Full Card, aber es wäre natürlich schön, ein paar Fische noch ein bisschen zu verbessern. Scheiß Brennnessel. Oh, so geil dünne Hosen sind, Brennnesseln sind trotzdem Todfeinde. Aber wo ein Wille, da ein Weg. Und
schon hat man sich einen Angelsplatz erkämpft. Das sieht ganz gut aus. Ich probiere mal was Neues. Ich habe einfach noch Bock, einen Hecht gezielt zu fangen, weil das macht mir ein bisschen Sorgen, falls ich in die zweite Runde komme, wovon ich jetzt eigentlich mittlerweile doch ausgehe, dass ich da mich nicht darauf verlassen kann, einen Zufallshecht zu fangen, sondern ich muss unbedingt gezielt die Viecher fangen. Und deswegen probiere ich jetzt auch mal zwischendurch interessante Spots aus, die mir irgendwo auf einer Karte aufgefallen sind. Weil hier ist halt viel Schatten durch die Bäume, hier sind Seerosen und ist in Verbindung mit größeren Gewässern und das sind einfach für mich potenzielle Hecht-Spots. Und bis jetzt hat noch kein Entenschnabel Hallo gesagt. Ist überraschend tief hier. Also sind locker 1,5, vielleicht sogar 2 Meter. Was eigentlich mega interessant ist. Wassertrübung ist nicht optimal. Aber wenn das gesamte Gewässersystem diese Wassertrübung hat, dann ist das eigentlich dann auch wieder kein Nachteil. Liebe YPC-Zuschauer, lange hat es keine Messe gegeben, aber jetzt ist ein Ende in Sicht. Vom 12. bis 14. November findet die Angelwelt in Berlin endlich wieder statt. Es sind viele geile Marken vertreten. Richtig geile Neuheiten für jedermann am Start. Und die besten und modernsten Angelboote findest du auf der Angelwelt natürlich auch. Es wartet ein absolutes Top-Programm auf der Bühne, im Forum und natürlich auch auf dem Baittruck auf euch. Und eine Menge YPC-Angler stehen zum Plausch zur Verfügung. Als absolutes Highlight gucken wir am Freitag und am Sonntag mit euch zusammen die aktuellen YPC-Folgen. Und wir verkünden am Sonntag die 4 glücklichen Teilnehmer des YPC-Fan-Turniers. Jump in your car, go to Berlin, we meet you there. Oder Saurus. Nur bei unserer Halloween-Aktion gewinnt jeder. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Traut ihr euch mitzumachen? C'est mon dernier avec cette couleur. C'est la couleur qui a bien marché aujourd'hui. Et là, c'est mon dernier, donc j'ai pas intérêt à le perdre. Je l'ai monté avec une tête plombée rouge. Je crois qu'il y a une grosse pierre. En fait, les cendres sont juste derrière. Je prends mes risques, mais... Oh, I have the lure. Il est de retour à la maison. He's coming home. Ok, les amis. Pas d'amélioration sur ce spot, je l'ai bien poncé. Et là, il y a un bateau qui est passé juste avant et il m'a limite un peu crié dessus en disant que je pouvais pas pêcher ici et que je devais pêcher l'autre côté, sauf qu'en fait, ce côté-là, on peut pas le pêcher. C'est pas autorisé dans le vispace, ce côté-là, on peut le pêcher. Et là, c'est autorisé dans le vispace, donc j'étais bien au bon endroit. La police est venue, elle est venue sur place et m'a dit « Ouais, est-ce que vous pouvez pêcher ici ?» Je dis « Ouais, bien sûr, j'ai montré mon... » l'application Visplaneur qui gère les règles ici sur place en Hollande. Et il me dit « Ok, bah, tu peux pêcher alors ?» Je dis « Oui, mais là, je suis ici parce que une personne s'est plainte, donc je dois faire quelque chose. » Là-dessus, je lui dis « Je comprends. » Il fait « Tu restes encore combien de temps ?» Bah, je dis « Plus ou moins 1 heure. » Et la police me dit « Ok, tu peux pêcher là, alors encore 1 heure et it's ok for me. » Il fait « Ok, non, par respect pour le gars qui s'est plaint, je vais partir d'ici parce que je ne suis pas dans mon pays et je respecte tout le monde. Donc, je vais partir d'ici, je vais aller pêcher ailleurs. De toute façon, j'ai bien poncé ce spot, donc ça ne sert à rien d'encore plus le poncer. »
Mais voilà, je suis dans les règles. La police, en tout cas ici, elle est super. Ils sont vraiment compréhensifs. Ils viennent, ils essaient de comprendre. Ils ne te crient pas dessus comme chez nous. Donc, comme ça, la police néerlandaise. Maintenant, on va sur un autre spot. Et je vais essayer de prendre un brochet pour le fun. Let's go. Oh, so Leute, ich bin ganz schön am Gehen. Ganz schön fertig und durch von den letzten Tagen. Wenig geschlafen, viel vorbereitet, immer jeden Abend. Aber ich habe noch exakt eine Stunde. Ich habe jetzt nochmal den Spot gewechselt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das jetzt im Polder ein bisschen zu wenig Wasser ist. Das ist ein bisschen alles zu warm geworden für die Hechte. Deswegen werde ich jetzt einen Kanal befischen, in der Hoffnung, dass ich hier jetzt noch einen Hecht bekomme, der vielleicht ein bisschen besser ist. Die letzte Stunde ein bisschen jetzt aber jiggen auf Hecht und mal gucken, ob der Plan aufgeht. Drückt mir die Daumen. Ich werde bis zur letzten Minute werfen. Was ist mit dem Gewässer? Das ist jetzt... Okay, soweit ist auch nicht, aber trotzdem. Geistige Überforderung, finde einen Spot. Zweite Herausforderung, finde heraus, ob du dort überhaupt irgendwie parken kannst, ob du überhaupt stehen kannst, ob du da überhaupt ans Wasser kannst. Der Kameramann wird sich jetzt freuen. Weitere 10 Minuten Autofahrt mit ein bisschen frischen Fahrtwind. Ab zum Auto, mein Lieber. Wir müssen noch liefern. Wir sind jetzt an meinem letzten Spot für heute. Der eine oder andere von euch wird den Spot sofort erkennen. Hier wurden schon einige Duelle ausgetragen. Ich hoffe ein bisschen drauf, dass, weil was jetzt oben ist, dass vielleicht das den Unterschied macht im Gegensatz zum Training und ich jetzt den fehlenden Zander fange. Aber mein Optimismus hält sich in Grenzen. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir am letzten Spot angekommen. Mir bleibt knapp unter einer Stunde noch. Ich werde jetzt einen Krebs jiggen und damit versuche ich einen Hecht zu fangen. Klingt witzig, aber tatsächlich haben wir beim Training hier an der Stelle den größten Fisch darauf gefangen. Das war ein 94er Hecht. Der wird mir natürlich jetzt heute auch sehr gut stehen. Deswegen fange ich damit an. Das ist die erste Wahl. Und mal schauen, ob das aufgeht. Ihr seht, ich habe es mir bequem gemacht. Ich muss sagen, ich bin echt fertig. Es wurden jetzt nach heute Morgen nur noch Spots angefahren, wo ich direkt aus dem Kofferraum raus angeln kann. Da kommt ein bisschen der Spanier in mir durch. Tiki-Taka-Mentalität, kurze Wege. Ja, jetzt heißt es noch die letzte Stunde durchhalten und hoffentlich noch einen Fisch fangen. Mal schauen. Oh ja, Fisch! Oh ja! Oh ja, Fisch! Fisch, Leute, Fisch, Leute, Fisch. Oh, Hecht. Alter, hat die Tiki-Taka-Mentalität doch noch funktioniert hier. Hecht, besserer Hecht. Oh, yes. Here we go. Einsatz. Einsatz. Oh. Ja, der ist besser, der ist besser. Auf den Krebs. Auf den Krebs. Bitte komm raus. Come on. Da kam kurz der Enrico aus mir raus. Yeah, man. Alter, Tiki-Taka, ich hab's gesagt. Schön im Sitzen. Ich glaube, das hat noch keiner gemacht beim YPC. Ich kann nicht mehr.
So, wie zuvor auch, lasse ich den Fisch natürlich im Wasser, bis ich meine Scale nass habe. Oh. So, hoffentlich passiert hier nichts. Der ist noch in seiner Temperatur. Ah, ich brauche noch Zange. Okay, Scale ist nass. Ja, kann nichts passieren. Okay, Freunde. Et voilà. Der Krebs, 10 cm Krebs, hat einen schönen Hecht gebracht. Sehr schön. Gerade bei der Hitze, da müssen wir den Fisch ein bisschen Zeit geben. Aber der ist schon schön am Pumpen. Der zieht gleich weg. Yes. 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 Ja, Leute. Hier nochmal der Übeltäter. Der Krabby Louie, 10 cm. Farbe Bugs Pumpkin und gepaart mit einem Monkey Hook in der Größe 2.0, 12 Gramm, schwarz lackiert und auch hier wieder mit dem pinken Aggressionspunkt, damit die Räuber in der Absinkphase was zum Fixieren haben, damit sie auch sicher im Kopfbereich, im Haken, wo der Haken sitzt, auch zupacken. Und Leute, was soll ich euch sagen? Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass der Plan so einfach aufgeht im Sitzen. Ah, ja. Ich würde sagen, wir machen weiter. Das war wieder ein paar Punkte. Ein Hecht im Sitzen. Louis zeigt heute das ganze Repertoire. Doch auch wenn dieser Fisch wahrlich kein schlechter ist, nach Markus Barschen ist Louis auf Platz 6 abgerutscht und bräuchte noch mindestens einen großen Fisch für Platz 3. Auch Enrico und Christian sind trotz Full Card und zum Teil wirklich guten Fischen momentan nicht für die Zwischenrunde qualifiziert. Komm hierher. Oh. Erster Zander, das stimmt mich positiv. Nicht lange hier, gleich ein Fisch. Sehr, 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 sehr gut. Den messen wir jetzt schnell und dann gucken wir, ob es eine Verbesserung ist, aber ich denke schon. Einmal kurz den Kescher ordentlich drüber reiben, damit die Matte nass ist. Dann gucken wir mal, was der Kamerad hat. 51. Super. Enrico verbessert seinen Zander und zieht wieder an Markus vorbei. Doch es ist wahnsinnig knapp. Wer fängt den letzten Fisch und setzt seinen Kontrahenten den entscheidenden K.O.? Die Uhr tickt. Quick release. Ja.
eng. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Und das ist auch kein schlechter Fisch. Alter Schwede. Alter Schwede. Glaube ich, ein Hecht oder ein Riesenzander. Wo ist der Scheißkescher? Achso. Das ist ein Riesenzander. Riesengroßer Zander. Ja, das ist ein 80er. Wow. 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 Ich habe schon so von den Kopfschlägen also gedacht, na, das wird doch nicht der große Zander sein. Doch. Köfi Bleakshed, 9 cm. Das ist ein Riesen. Das ist eine Riesenkeule. Uiuiuiuiuiui. Boah, ist das eine Keule. Alter Schwede. Und guck dir an, wie knapp der hängt hier vorne. Der hat den nicht mal richtig eingesaugt, der hat den nur festgehalten. Mit 12 Gramm. Köfi Bleakshed 9 cm. Ich habe eben noch auf Aju gewechselt. Ich würde sagen, der Rekord von Frédéric Julien ist egalisiert. Was für ein Wahnsinnsfisch! Nach dem größten Hecht des Turniers fängt Enrico auch den größten Zander, stellt den YPC-Rekord von Frédéric Julien ein und das am Tage im Sommer vom Ufer. Brutaler Fisch, brutale Leistung und jetzt müssen wir einen genaueren Blick aufs Scoreboard werfen. Der eben erst gefangene 51er Zander wird durch einen 81er ersetzt. Damit kommen nochmal satte 39 Punkte auf Enricos Konto. Und der seit einer gefühlten Ewigkeit auf Platz 1 thronende Patrick wird tatsächlich nochmal deutlich überholt. Wir nehmen es vorweg. Das war der letzte Fisch des Tages. Somit bricht Enrico Patricks heute erst aufgestellten Rekord für die meisten Punkte in 2 Turniertagen und setzt damit ein dickes Ausrufezeichen. Zeit für die Schlussworte der Angler. Und dann sind wir natürlich gespannt auf die Reaktionen bei der Siegerehrung. Dass jetzt noch dieser Riesenfisch kommt, das war natürlich, ich sag mal, sowas wünscht man sich ja immer im Wettkampf, aber dass sowas planbar ist, das ist schwierig. Wir hatten im Training auch bis 87, also 2 Fische über 80 definitiv und eben bis 87, was die Zander anging. Aber mit einem 81er hier heute den Tag zu beenden, ist für mich absoluter Wahnsinn. Ich bin fix und fertig und irre, irre. Ich bin fertig mit der Welt, habe mir ein Schattenplätzchen gesucht, der Schweiß läuft trotzdem. Es waren höllische Temperaturen, für mich als Schweizer Käse einfach zu warm. Ich musste heute vieles aufholen, hatte jetzt auch wirklich keine Reserve. Ich habe genau die Fische erwischt, die ich brauchte. Und das in Größen, wo ich selber zufrieden bin damit. Wenn man bedenkt, um die Jahreszeit vom Ufer aus und mein Training war intensiv, aber ich war seit dem letzten YPC jetzt auch nicht mehr in Holland. Für das bin ich wirklich rundum zufrieden. Ob es reicht oder nicht, liegt jetzt an der Leistung der anderen Teilnehmer. Da sind ein paar schon richtig stark in den Tag heute gestartet.
Wir werden sehen, ich bin gespannt. In ein paar Stunden weiß ich es dann endlich. So Leute, meine Zeit ist um. Es war ein Angeltag mit Höhen und Tiefen, fing genial an. Aber trotzdem gab es den einen oder anderen Wermutstropfen. Der bessere Zander, der ausgestiegen ist, der tut nach wie vor weh. Und sollten es wenige Zentimeter sein, die mich am Weiterkommen hindern, würde ich mich natürlich extrem ärgern. Der große Hecht von gestern, der hätte auch viel reißen können. Ich habe eine Full-Card, das freut mich auf alle Fälle. Aber ich glaube, es wird nicht reichen, ehrlich gesagt. Die anderen waren auch ziemlich gut dabei und müssen auch heute nur ein oder zwei Fische fangen. Und von daher glaube ich, dadurch, dass mein Zander und mein Hecht doch relativ klein ist, wird es nicht ganz reichen. Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht beim YPC und ich wünsche allen, die sich hier durch diese Hitze gequält haben, Petri und bis bald. Unterm Strich kann ich sagen, beim YPC sind einige Pläne von mir aufgegangen. Einige, wie zum Beispiel am ersten Tag, sind gescheitert. Ich muss aber sagen, heute bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe heute die Fische gefangen, die ich fangen wollte. Da ich heute keinen Zwischenstand habe, heute quasi wir keine Ergebnisse bekommen haben in der WhatsApp-Gruppe, bin ich natürlich sehr gespannt, wie viele Punkte meine Mitstreiter haben. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich habe, aber ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht gereicht hat. Wir fahren jetzt einmal zurück ins Camp und da warte ich dann auf den Endstand. Okay, les gars, c'est terminé. Pas de brochet à la clé sur ce spot, il fait beaucoup trop chaud. Les sangs n'étaient pas trop de la partie non plus. J'ai fini avec un beau score. J'ai vraiment fait comme Evert le dit tout le temps, keep on hammering. J'ai matraqué hier. J'ai pas réussi à attraper la perche, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. J'ai matraqué ce matin, j'ai perdu beaucoup de temps, mais j'ai fini par attraper cette fameuse perche. Après, j'ai matraqué sur le sand, mais ça n'a pas vraiment donné. Donc, j'ai fini avec un beau score. J'aurais pu faire mieux, mais voilà, c'est ça la pêche. Je suis vraiment content d'avoir participé à cette compétition. Je me suis beaucoup entraîné cette année. Enfin, je me suis entraîné 6 jours, ce qui est beaucoup pour moi. L'année passée, je n'avais pas fait ça. L'année passée, j'ai fait 90 points, 90 points. Cette année, je fais environ 490 points. C'est une belle amélioration pour moi. Je suis satisfait de mon score. Et je voulais remercier mes sponsors pour la participation. Donc merci Fish Explorer, casquette, t-shirt et pour l'inscription à cette compétition. Merci LMAB pour les leurres, pour la compétition. Merci Monkey Lure pour les cannes à pêche de haute qualité. Et merci Sakura pour leurs cannes à pêche de haute qualité qui m'ont permis de réaliser ce score. Merci à tous d'avoir regardé, merci de m'avoir envoyé beaucoup de messages de soutien, merci à tous ceux qui m'ont aidé à pêcher et à m'entraîner sur les spots de pêche ici en Hollande que je ne connaissais pas du tout, et merci à tous d'avoir regardé, j'espère vous retrouver et d'être qualifié, donc j'espère vous retrouver dans les prochains épisodes. See you guys, et à la prochaine, ciao. Es bleibt bei dem einen Fisch heute. Ich bin selber ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mir schon mehr versprochen. Hatte jetzt am Ende noch mal zwei Topwater-Attacken. Einer hing kurz, ist abgefallen, war aber ein kleiner Barsch, so denk mal knapp über 30. Also deswegen kann ich es verkraften. Hatte jetzt noch zwei Fehlbisse auf Spinnerbait, aber blieb nichts hängen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr liefern konnte heute. War, ja, Plan ging nicht auf, zeigt aber auch, ein Tag kann zur Top sein und andere scheiße. Ich werde mich noch deutlich bessern müssen und steigern müssen für die nächste Runde, weil war sehr viel Glück dabei. Der Hecht war nicht geplant und ich kann mich nicht darauf verlassen, was bis jetzt war. Ich muss mir noch Gedanken machen, wo ich in der nächsten Runde fischen werde, wenn ich weiterkomme, was ich doch ziemlich hoffe. Na gut, Leute, ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge, vielleicht mit mir. Ciao. I know that the weather is tough, but it didn't affect the fishing too much because we had a very, very strong group and really good results. All six anglers have a full card. All six anglers have more than 420 points, which is really good. And we also have the best top four that we have ever had in the YouTube Predator Cup. The second place had an incredible first day. Crashed the YouTube Predator Cup. I think he had a full card after like 4 or 5 hours. I think a total of 505 points
go to Patrick Marable from Team Lewis. Then we go to the winner of this group. During the day, he was sixth for a bit of time. So he fell down to the last place and he had a furious comeback. Congratulations. 520.4 points. Wow. And we could even do that. Fifth and sixth with an amazing performance are Luis Mendes and Christian Wienicke. The fourth place of this group would have won Group A by far, would have won Group C by far, would have finished second, I think, in Group B, but is fourth in this group. And this is Marcus van Ooy. I'm really sorry. You did so, so well. 491 points, point something, Landry Vasson for Team Fischer. Was war das für eine Gruppe? Was war das für eine Vielzahl an guten Fischen? Markus scheidet mit einem Punktestand aus, der in Gruppe A und C für Platz 1 gereicht hätte. Und auch Christian und Luis sollten stolz auf ihre Leistung sein. Doch letztlich kommen nur drei Angler weiter. So trifft Patrick als Zweiter auf Jan Pusch, Ton van Ham, Marc Paczowski, Sylvain Legendre und Daniel Andriani, während Enrico und Landry sich für die Gruppe 2 mit Veit Wilde, Dirk Ostrowski, Dustin Schöne und Frédéric Julien qualifizieren. Zwei hammerharte Gruppen, aus denen nur jeweils zwei Angler ins Halbfinale einziehen werden. Die erste Folge der Gruppe 1 seht ihr bereits am kommenden Sonntag. Bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare und Support bei uns im Online-Shop. Ciao!